an der Schnittstelle zwischen Biologie, Medizin und Informatik. Da tut sich einiges und wir versuchen, künstliche Intelligenz und Technik allgemein da einzusetzen, wo man den Eindruck hat, das hilft den Menschen. So eine Technologiestrategie, die scheint immer so schön neutral, ja, und die verhindert im Prinzip, dass man darüber spricht, ob das, was wir jetzt machen, irgendwie für viele gut sein soll oder eher für wenige. Wenn man auf sein eigenes Berufsbild schaut und guckt, wie viel davon ist Mustererkennung und wie viel davon ist Reizreaktionsschemata, dann sind das mal eben 50% der Berufe. Und die werden durch Computer verdrängt werden. Die Entwicklungsgeschwindigkeit, über die wir hier reden, wird nicht nur bestimmt von den Talenten, die hier im Werk sind, sondern auch von der Menge der Daten, die zur Verfügung stehen. Die Datenschutzgrundverordnung, das ist für mich zum Beispiel ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir mit dieser Welt eigentlich nicht zurechtkommen. Die Frage der Regulierung ist aus dem Thema KI gar nicht wegzudenken, weil sich am Ende des Tages KI in fast alle Bereiche unseres Wirtschaftens einbringen wird. Eine neue Form von intelligenter Regulierung könnte sein, dass der Staat dafür sorgt, dass Wettbewerbsgleichheit wiederhergestellt wird, indem alle innovativen Unternehmen Zugang zu bestimmten Datenpools bekommen. Wir müssen da, wo sie sehr stark in unser Leben eingreifen, ein sehr wachsames Auge darauf haben und überprüfen, ob wir das unter Kontrolle haben und ob das nach Maßstäben stattfindet, die wir in einer demokratischen, rechtsstaatlichen Gesellschaft einfach für angemessen halten. Akteure, die Innovationsprozesse positiv gestalten können und müssen, sind durchaus unsere Politiker, Verantwortliche in den Unternehmen, aber insbesondere auch in den Bildungsinstitutionen. Wenn Digitalisierung nicht Elitenprojekt, sondern Gesellschaftsprojekt sein soll, wo wirklich dieses Potenzial von allen gehoben wird, dann brauchen wir andere Programme, andere Mechanismen. Das wird nur möglich sein, wenn wir ein paar mutige Gladiatoren haben, die sagen, ganz ehrlich, das ist mir egal, ob ich jetzt Stress kriege. Mhm. Ich mache das jetzt trotzdem. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich möchte Ihnen jetzt meine beiden Gäste noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Sie hat Physik in Leipzig studiert. Im Bereich politische Bildung hat sie unter anderem für das Herbert-Wehner-Bildungswerk und bei Arbeit und Leben Sachsen gearbeitet. Seit 2010 sitzt sie für die SPD im Bundestag und in der aktuellen Wahlperiode ist sie Vorsitzende der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Zudem ist sie stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen, Daniela Kolbe. Schönen guten Abend, Frau Ettendorf. Er hat Management Research, Sozialwissenschaften sowie Politik, Wirtschaft und internationale Studien unter anderem in Oxford, Paris und im englischen Warwick studiert. Er arbeitet als Wissenschaftler, Redner, aber auch als Unternehmer und Berater. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Innovation, Entrepreneurship und Gesellschaft am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und außerdem Postdoktorand an der Uni in Hamburg. Herzlich willkommen, Dr. Ali Aslan Gümüşay. Vielen Dank und guten Abend auch von meiner Seite. Ja, ich freue mich, dass Sie beide dabei sind. Mit unserem Thema Zukunftstechnologie Made in Germany sind wir ja mittendrin in der Aktualität. Einmal haben Sie, Frau Kolbe, in der vergangenen Woche den Abschlussbericht der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz nach mehr als 2 Jahren Arbeit an Herrn Schäuble übergeben. Und da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Außerdem wird dieser Tage die KI-Strategie der Bundesregierung 2 Jahre alt. Und ich finde, es ist jetzt an der Zeit, mal Bilanz zu ziehen. Mit der KI-Strategie wollte die Bundesregierung unter anderem, und jetzt möchte ich kurz zitieren, den exzellenten Forschungsstandort Deutschland sichern und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ausbauen. Wie gut hat das denn geklappt, Herr Gümüşay? Ja, 2 Jahre ist natürlich eigentlich eine kurze Zeit, allerdings sind das rasante Entwicklungen in einem Themenfeld, in dem wir sind, wo KI, wo einfach sehr, sehr viel natürlich geschieht. Ich glaube, wenn man zurückblickt, hört man oft, und das ist auch zu Recht, dass man relativ spät sich mit KI beschäftigt hat, auch zu wenig und wahrscheinlich und auch zu wenig umgesetzt hat aus der Strategie. Gleichzeitig würde ich sagen, gab es Dinge, die in der Strategie drin sind, die umgesetzt worden sind und die vernünftig und gut waren. Das Beispiel sind die KI-Trainer. Ein KI-Trainer ist auch in meinem Team, der sozusagen KI-Sprechstunden anbietet. Das heißt, da rufen wöchentlich Unternehmen an und sie weinen sich nicht aus, wie vielleicht bei psychologischen Sprechstunden, aber sie kriegen sozusagen mit Rat und Tat, stehen wir eben auch zur Seite. In anderen Dingen sind die Entscheidungen, die getroffen worden sind, noch nicht umgesetzt. Ich glaube allerdings gleichzeitig, dass die Regierung und der Bundestag sozusagen gerade auch mit der Enquete-Kommission eigentlich genau den richtigen Weg eingeschlagen sind. Das heißt, wir haben gesehen, dass zu wenig gemacht wurde. Und was gebraucht wurde, ist im Grunde ein stärkerer Diskurs zu diesem KI-Thema gewesen. Und den hat die Enquete-Kommission eben in Gang gesetzt. Insbesondere natürlich auch mit diesem großen Werk von über 800 Seiten sozusagen dann am Ende. Vielleicht als kleiner Seitenhieb, man beschimpft immer die WissenschaftlerInnen, dass wir uns nicht kurz fassen. Da könnte sich die Politik vielleicht auch kürzer fassen. Aber wie gesagt, also ich glaube, das geht in die richtige Richtung.
Richtung. Ich glaube, es ist genau richtig, dass wir einen Diskurs brauchen und dass wir sozusagen einfach erstmal ein Gespräch in der Gesellschaft brauchen. Und vielleicht dann noch ein letzter Punkt dazu. Ich glaube, also es gab Dinge, die am Anfang nicht berücksichtigt worden sind. Stichwort Frauen. Das Wort Frau kam gar nicht in der Bundesregierung, in der Strategieerklärung der Bundesregierung vor. Diskriminierung wurde erwähnt, aber im Grunde ein zentrales Themenfeld eigentlich Gender eben nicht. Das wurde jetzt anders, wurde aufgegriffen. Das war gut. Und vielleicht ein Punkt noch zur Enquete-Kommission. Ich glaube, was ich mir mehr gewünscht hätte, wobei natürlich auch Corona da vielleicht auch zum Teil einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wäre ein noch größerer Diskurs in die Gesellschaft hinaus, dass man noch mehr Akteure eingebunden hätte, um eigentlich KI, also sozusagen performativ die Enquete-Kommission zu nutzen, um einen Diskurs in der Gesellschaft anzuregen. Ich möchte jetzt auch einmal kurz trennen an der Stelle zwischen der KI-Strategie und dem Bericht aus der Enquete-Kommission. Da können Sie, Frau Kolbe, vielleicht gleich noch ein paar Worte zu sagen. Vielleicht jetzt einmal noch an Sie, Frau Kolbe, die Frage, ist denn Deutschland jetzt ein führender KI-Standort geworden oder nicht? Ja, man muss durch das, die KI-Strategie. Man muss das schon sehr differenziert betrachten. Also sicherlich, und das hat meine Arbeit dann in der Enquete auch sehr geprägt, wenn ich weltweit schaue, dann hat Deutschland im Vergleich zu China und den USA einige Bereiche, wo wir ganz gut aufgestellt sind, der Forschungsbereich und einige Wirtschaftsbereiche, da sind wir gar nicht so schlecht. Aber natürlich haben wir nicht die großen Tech-Firmen, wie das beispielsweise USA oder auch China haben. Die backt man sich jetzt auch nicht in 2 Jahren. Und das backt auch nicht die Bundesregierung, sondern das wäre ja eine wirtschaftliche Initiative. Und insofern fand ich es gut, dass es diese KI-Strategie gab. Über den Zeitpunkt kann man immer streiten. Und wenn ich jetzt auf die 2 Jahre zurückblicke, ist da Licht und Schatten. Also manches ist noch nicht umgesetzt. Da wünsche ich mir jetzt auch bei der Fortschreibung der KI-Strategie, die steht in der Kabinettsplanung auf dem Plan für November womöglich, dass dann noch beschrieben wird, was man sich vielleicht anders vornimmt und wie das, was noch nicht umgesetzt ist, umgesetzt wird. Anderes ist schon ganz gut umgesetzt. Die Trainer sind genannt. Ein Punkt finde ich super, das Observatorium, das KI-Observatorium, das das Bundesministerium für Arbeit schon losgelegt hat und wo es losgeht, wo die Arbeitswelt eben genau angeguckt wird, was gibt es dort für Veränderungen, ist nur ein kleines Instrument, aber eins, was, glaube ich, sehr wirkmächtig werden kann. Durch die Presse gegangen sind immer nur diese 100 Professuren, die KI-Professuren. Da kann man dann jetzt auch ein Fragezeichen hintersetzen, weil die jetzt noch nicht stark besetzt sind. Ist auch unklar, wie viel da wirklich auf die Karte der KI-Strategie gehen. Aus meiner Enquete habe ich aber auch immer wieder gehört, es sei problematisch, jetzt direkt 100 Professuren lebenslang zu besetzen. Was ist denn mit den Talenten, die jetzt gerade in Ausbildung sind? Wo sind die Möglichkeiten für die zu kommen? Also es ist immer ein Abwägen und viel Licht und Schatten, aber es ist auch sehr viel Licht. Wir sind mit 3 Milliarden Euro gestartet vor 2 Jahren. Und jetzt im Konjunkturpaket angesichts der Corona-Pandemie sind jetzt nochmal 2 Milliarden obendrauf gelegt worden. Das finde ich ist erstmal noch ein richtig gutes Zeichen, dass man wahrgenommen hat, hier geht es um eine Zukunftsinvestition. Jetzt klingen 3 Milliarden, sage ich mal, für unsere Verhältnisse viel. Wenn man nach China blickt, dann klingt es eher nach wenig. Allein Alibaba möchte 16 Milliarden investieren. Und in einer chinesischen Stadt sind schon 12 Milliarden dafür veranschlagt worden. Das ist ja dann eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, oder? Naja, das ist jetzt rein die KI-Strategie. Dazu kommen ja noch andere Investitionen in Infrastrukturen, die obendrauf kommen. Und ich habe es schon angedeutet, wir sind eine soziale Marktwirtschaft und ich möchte keine staatlichen KI-Systeme sehen. Also sozusagen, dass der Staat jetzt in die Unternehmerschaft eingreift und sagt, jetzt so läuft es. Was ein Staat machen kann, ist Forschungsinfrastruktur auf die Beine zu stellen, staatliche Forschungsinfrastruktur an Universitäten und außer universitären Forschungseinrichtungen, kann in Netzwerke investieren, in Ausbildung, in Rahmenbedingungen. Aber den wirtschaftlichen Mehrwert, das müssen auch die Unternehmer dann selbst tun. Da kann man sicher über Investitionen und Förderung von Start-ups und das Wachstum von Unternehmen sehr gerne diskutieren, muss man auch. Aber
ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass die Unternehmen das auch schon selbst machen. Ich bin deswegen froh, dass die Körperstiftung auch solche Veranstaltungen macht, weil ich die Wahrnehmung habe, dass viele auch kleinere Unternehmen das auch noch gar nicht für sich wahrgenommen haben, dass da etwas losgeht, wo sie vielleicht schon recht spät dran sind. Mhm. Als ostdeutsche Politikerin bin ich da manchmal recht verzweifelt, wie wenig Unternehmen das Thema überhaupt auf dem Schirm haben. Insofern, wenn ich persönlich der KI-Strategie der Bundesregierung noch was hinzufügen würde, dann wäre das, Herr Gümüşay hat das für die Enquete angesprochen, wäre es der Dialog nach draußen, wäre es das Aufrütteln, das Losgehen, das Akteure reinholen, sie zum Brennen bringen, dafür da was Gutes draus zu machen, für sich selbst als Unternehmer, aber eben auch für die Gesellschaft. Mhm. Man hat ja viele Baustellen aufgemacht. Man will Innovationswettbewerbe fördern, Hubs gründen, Agentur für Sprunginnovationen wurde gegründet, KI-Trainer haben Sie schon angesprochen, mehr Fördergelder, aber auch mehr Venture Capital für Gründerinnen freimachen und mehr Wissenschaftlerinnen holen. Ist es denn richtig, da so kleinteilig vorzugehen, Herr Gümüşay? Ich würde sogar sagen, dass man ist nicht nur kleinteilig vorgegangen, ich glaube, man hat auch ganz, ganz große Pakete genannt und dann halt ganz konkrete Beispiele genannt. Ich würde sogar sagen, dass man zum Teil noch konkreter hätte werden können, dass man zum Beispiel sich genau anschaut, was sind eigentlich die Bedürfnisse von KMUs versus Startups. Ja, das sind andere Bedürfnisse und dass man dann auch gerade auch als Bundesregierung, jetzt vielleicht nicht in einer Regierungserklärung oder in bestimmten Strategiepapieren, aber sicherlich dann in der Arbeit in den Ministerien ganz konkrete Maßnahmen erarbeiten muss, die dann zum Beispiel sagen, ja, für Startups bieten wir folgende Produkte an, die gebraucht werden, versus mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen, da sind andere Bedürfnisse sozusagen. Vielleicht ganz kurz, ich glaube auch, der Vergleich mit China und USA ist natürlich auch schwierig, weil wir einfach ein kleineres Land sind mit unseren 80 Millionen Menschen. Insofern sind natürlich die Zahlen immer relational zu sehen und da spielt natürlich auch Europa eine große Rolle. Ich würde allerdings trotzdem sagen, dass wir schon noch mehr hätten und auch investieren sollten in eine Basistechnologie KI, weil sie im Grunde flächendeckend doch also mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, mit denen man spricht, sozusagen, sie mehr Investitionen eigentlich brauchen, um diesen ersten Schritt wagen zu können. Insofern glaube ich schon, dass wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch, also ich wage mal die Prognose, dass es mehr Geld geben werden sollte. Jetzt kommen wir ja eigentlich schon zur nächsten Frage, um unser Bild so ein bisschen zu weiten, nämlich was braucht unser Land, aber auch unsere Unternehmen, seien sie jetzt sehr klein, in der Fläche Mittelständler oder große Unternehmen, um überhaupt in Sachen künstlicher Intelligenz erfolgreich zu werden und zu bleiben, Frau Kolbe. Ja, tatsächlich, ich würde Herrn Gümüşay stark zustimmen, braucht es erstmal auch eine Grundlage. Im Moment, wenn ich den Unternehmen sage, geht mal los und beschäftigt euch mit dem Thema, dann, wenn man sich anguckt, was auf dem Markt ist, dann sind da die großen Tech-Unternehmen am Markt, die das auch fleißig machen, die kostenlose Schulungen anbieten für Unternehmen, um sich das mal anzuschauen und dann natürlich auf deren Produkte auch hinarbeiten. Das ist die Frage, möchten wir das, wollen wir das, dass es so läuft, dass wir zwar effizientere Unternehmen haben, aber tatsächlich diese Monopolisierung stärker haben. Deswegen, und das war auch ein Ansatz der meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Enquete, war der Wunsch, noch stärker auch in durchaus Grundlagenforschung, in Forschung, in Forschungsnetzwerke auch auf europäischer Ebene zu investieren und dann über Transfer zu sprechen. Das war ein großer Ansatz. Also da nicht zu tief zu stapeln, sondern auch die exzellenten Forschungskluster, die es schon gibt, weiter zu stärken und miteinander zu vernetzen. Wir haben tatsächlich auch extrem viel über Europa gesprochen. Es sind zwar nur eine deutsche Enquete-Kommission gewesen, aber es ist ganz klar, Herr Gümüşay hat es gesagt, 80 Millionen, da ist Europa, hat ein bisschen mehr zu bieten und auch sehr exzellente Forschungscluster im Bereich der KI. Das muss man zusammenpacken, genauso wie eben der Regulierungsrahmen, der ja auch für Unternehmen wichtig ist, wenn möglich europäisch sein sollte. Wir sehen es an der DSGVO, an der Datenschutzgrundverordnung. Das ist ja vielfach verhauen worden, medial am Anfang und der Untergang des Abendlandes. Aber de facto sieht man, dass es ein Vorteil ist für Unternehmen, sich in einem klaren Regulierungsrahmen bewegen zu können, der eben auch in den Mitgliedstaaten einhellig ist. Groß, im Groben und Ganzen. Also man kann im Detail dann immer noch Sachen verbessern. Und so einen Weg zu gehen, das wäre richtig. Und dann, das ist das eine, also wirklich in die Spitzenforschung zu gehen. Mhm. Das zweite ist aber trotzdem, sich die kleinteiligen Unternehmen anzuschauen und sich die Frage zu stellen,
ja, wie kommen die erstmal näher an das Thema ran? Da gibt es, finde ich, schon tolle Ideen, dass der Zentralverband des Handwerkes hat zum Beispiel Niederlassungen in den Bundesländern gegründet, um so eine Art Schaufenster zu machen, dass auch Handwerksbetriebe sich mal angucken können, was kann ich denn damit eigentlich machen? Das, finde ich, ist ein guter Ansatz. KI-Trainer, überhaupt Menschen, die mit Unternehmen in Verbindung kommen, auch fit zu machen, auf das Thema KI zu beraten und Menschen da anzustoßen, Unternehmer anzustoßen, auch Betriebsräte anzustoßen. Mhm. Und das Zweite ist natürlich auch Unternehmensförderung, auch tatsächlich ein Spotlight drauf zu machen. Wir haben eine Empfehlung in der Enquete-Kommission war, auch ein Label KI Made in Germany sich zu überlegen, dass man eben nochmal ein Spotlight drauf macht. Da ist was, guckt euch das an. Das mal so als ein paar Ideen. Ich habe ein bisschen das Problem, dass die Enquete-Kommission 800 Seiten tatsächlich nicht nur vollgeschrieben hat, sondern auch mit sehr vielen, zum Teil sehr konkreten Handlungsempfehlungen vollgeschrieben hat, sodass es dann schwer ist, ein Ende zu finden. Das Schöne ist, wir hören ganz viele konkrete Beispiele und können da vielleicht auch leichter an der einen oder anderen Stelle ins Tun kommen. Herr Gümüşay, Sie sind ja auch im Management tätig. Was würden Sie denn sagen? Was braucht denn ein Unternehmen, um erfolgreich zu werden, in so einer neuen Technologie wie der künstlichen Intelligenz? Ja, vollkommen hat es angesprochen, das ist natürlich als Basistechnologie etwas, was sehr, sehr weitfassend ist. Viele Unternehmen sagen uns, sie brauchen Klarheit in der Regulierung, wo es gar nicht darum geht, ob es mehr oder weniger Regulierung gibt, aber eben Klarheit, auch Klarheit in der Zukunft, um halt entsprechende Investitionen tätigen zu können. Ich glaube, da zu sagen, wo soll es eigentlich hingehen, auch in der Regulierung, ist etwas, was sicherlich wo noch mehr gemacht werden muss. Und natürlich auch dort eine europäische Angleichung der rechtlichen Gegebenheiten ist auch dort etwas, was immer wieder betont wird. Eine andere wesentliche Voraussetzung für den Einsatz von KI sind gute Anwendungsfälle und die Verfügbarkeit von großen Datenmengen. Wir haben es schon über die USA gesprochen, da ist immer Stichwort GAFAM, also Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, einfach die großen Akteure. In China kennen wir Tencent. Da haben wir deutsche und europäische Unternehmen oftmals eine größere Herausforderung. Und um wettbewerbsfähiger in KI zu werden, wäre es einfach erstrebenswert, die Entstehung wettbewerbsfähiger europäischer Technologieunternehmen, insbesondere im B2C, also im Business-to-Consumer-Bereich, zu fördern. Frau Koch hat gesagt, da hat sie auch recht, es ist nicht an Deutschland, dieses Unternehmen zu gründen, aber im Grunde die Basis zu schaffen, dass eben solche europäischen Technologieunternehmen entstehen können. Und dafür brauchen wir eine gute Datengrundlage, weil das Besondere eben an KI ist, dass es halt eben auf einer Basis, also auf der Basis der Daten eben aufbaut. Wie könnte das aussehen? Also wir haben natürlich Gaia-X sozusagen als einen Ort, wo sowas versucht wird. Können Sie noch mal kurz erklären, was das ist? Ich denke mal, die meisten Zuschauerinnen können damit noch nichts anfangen. Ich glaube auch, dass es sozusagen etwas ist, was auch in der Entwicklung ist. Aber im Grunde wird versucht, dass es einen Ort, eine Institution gibt, die sozusagen die Datenkoordination in Europa schafft. Das Ziel ist es sozusagen, man muss sich vorstellen, KIs arbeiten auf Grundlage von Daten und versuchen entsprechend auf Grundlage dieser Daten zum Beispiel Muster zu erkennen. Und je mehr Daten man hat, je mehr gute Daten wir haben, desto besser ist eine Mustererkennung, desto besser ist eine visuelle Erkennung und so weiter. Und so weiter. Und Gaia-X ist im Grunde ein Ort, der vielleicht eben entsprechend solche Daten sammeln kann und die dann eben auch Unternehmen zur Verfügung stellt, sodass Unternehmen nicht bei -10 anfangen, sondern im Grunde schon lossprinten können mit einer Datengrundlage, die allgemein geschaffen wurde. Genau. Und, bitte. Das ist ja auch in den Videos am Anfang vorgekommen. Da sagte einmal Thomas Ramge, naja, es braucht einen Zugang aller Unternehmen zu Datenpools. Kann das durch den Staat gefördert werden, sowas? Also gefördert auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass es zentral ist. Also auch da wieder, wenn wir nach China und USA gucken, ich glaube, dass das Besondere ist, dass wir die Datenauswahl eine hochpolitische Frage auch ist. Ja, und wir sie gerade nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmern überlassen sollten. Das heißt jetzt nicht, dass wieder Staaten in Unternehmen eingreifen, aber wir sehen, dass oftmals Daten im Silicon Valley von weißen Männern im Grunde geschaffen werden und entsprechend auch ihre Diskriminierung, ihre Biases haben. Insofern glaube ich schon, dass es da Richtlinien geben muss, und aber natürlich Richtlinien sind immer Dinge, die auch etwas kosten, und entsprechend kann man natürlich auch fördern. Das heißt, man kann den richtigen einen guten Datenpool zur Verfügung stellen, um entsprechend, das steht auch in der Enquete-Kommission, sozusagen eine gemeinwohlorientierte KI, eine werteorientierte KI zu fördern. Und wenn man das möchte, glaube ich, ist es auch, ja, auch in der Verantwortung des Staates und der Zivilgesellschaft als Ganzes, eben eine solche werteorientierte KI auch zu ermöglichen.
Vielleicht, bevor wir zur dem menschlichen Aspekt der künstlichen Intelligenz kommen, den Sie ja auch bei der Enquete-Kommission nochmal angesprochen haben. Frau Kolbe, was würden Sie denn sagen, was wären die drei wichtigsten Maßnahmen, jetzt mal quasi die 800 Seiten auf drei reduzieren, die als erstes angepackt werden sollten? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich kann noch ein bisschen was zu Daten sagen, wenn ich darf. Derweil überlege ich ein bisschen, was die drei, meine drei Lieblingsvorschläge genau. sind. Also erstmal, Daten war bei uns ein riesengroßes Thema, weil ohne Daten keine KI. Ob es jetzt immer mehr Daten sein müssen für immer bessere KI, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also es sind qualitativ gute Daten. Und deswegen haben wir sehr viele Handlungsempfehlungen zum Thema Datenpooling, dass man es auch Unternehmen ermöglicht und Anreize bietet, dass sie Daten teilen, aber auch Open-Data-Ansätze zu fördern, auch dass Forschungseinrichtungen angeregt werden und unterstützt werden, ihre Daten zu teilen. Und ein weiterer Punkt ist, das kostet gar nicht so viel Geld, ist die Frage, dass wir es Menschen ermöglichen, ihre Daten zur Verfügung zu stellen, unter natürlich hohen Standards. Das ist besonders wichtig im Bereich der Gesundheit. Ich glaube, gerade jetzt wissen wir, dass es gut ist, wenn wir gute Forschungsergebnisse im Bereich der Gesundheitsforschung haben. Und KI bietet da eine Riesenmöglichkeit. Aber KI ist natürlich auf Daten, Gesundheitsdaten angewiesen. Deswegen schlagen wir vor, und das ist vielleicht auch einer meiner Lieblingsvorschläge, eine Datenfreigabe zu ermöglichen. Also sozusagen, dass ich als Mensch sagen kann, unter den und den Bedingungen möchte ich gerne, dass meine Daten zur Forschung verwendet werden. Die sollte widerrufbar sein, also dass ich auch sagen kann, ich möchte das jetzt nicht mehr, ab jetzt, dass sie verwendet werden. Und ich glaube, dass das etwas ist, was auch zu einer menschenzentrierten KI führt, der ich vertrauen kann. Also wenn ich weiß, es sind hohe Standards, es ist durchaus reguliert, was dort passiert, es ist eine hohe Qualität und ich kann meine Daten zur Verfügung stellen, muss es aber nicht. Das ist, glaube ich, für Europa also in Deutschland würde es, glaube ich, nicht anders funktionieren. Man sieht es auch bei der Corona-Warn-App ein bisschen. Die Leute vertrauen nach einigen Diskussionen, dass da ein hoher Datenschutzstandard eingehalten wird. Und man sieht, dass europaweit ist es mit Abstand das erfolgreichste Projekt in dem Bereich. Aber natürlich hat die Debatte, denke ich, auch einige verunsichert. Also insofern kann man aus der Sache sehr viel lernen. Ich denke da gerade, die Deutschen galten ja ganz lange als extrem sensibel im Umgang mit ihren Daten und habe den Eindruck, gerade mit der DSGVO hat sich das so ein bisschen erledigt. Also ach, jetzt muss ich hier nochmal okay klicken, ich will schnell den Artikel lesen oder schnell auf der jeweiligen Seite surfen. Ist das vielleicht auch einfach so ein Mechanismus gewesen, um zu sagen, wenn die Leute ihr Okay gegeben haben, dann dürfen die Unternehmen alles mit den Daten machen. Also es ist ja meistens so, dass die Leute eben nicht alle AGBs lesen oder was sie da gerade unterschreiben. Na, dürfen sie ja nicht. Das ist ja erstmal, also die Datenschutzstandards sind ja schon hoch, aber sie sprechen einen wichtigen Punkt an, der auch jetzt nicht unbedingt mit der DSGVO, aber mit dem Wegklicken, ja. Mit dem en passant etwas machen. Wenn wir über künstliche Intelligenz reden, reden wir auch immer über die Frage, wer entscheidet, auf welchem Entscheidungsniveau, wann entscheiden Algorithmen oder vorentscheiden, wählen aus, wie ist die Entscheidungshoheit des Menschen. Wir würden als Europäer zunächst mal im Moment sagen, der Mensch sollte wichtige Entscheidungen immer selbst treffen, das sollten keine Algorithmen tun. Aber was ist, wenn ich in Situationen komme, wo ich eben nur noch dieses Wegklicken habe? Also das war eine sehr spannende und immer wiederkehrende Diskussion bei uns in der Enquete-Kommission. Wie stellen wir es sicher, dass tatsächlich der Mensch die Entscheidungshoheit hat und nicht irgendwie Algorithmen so gestrickt sind, dass der Mensch es nur noch, ja, machen wir so, bestätigt. Also ja, man merkt, wie schnell man auch in ethischen Fragen drin ist beim Thema KI. Und das gehört für mich dazu. Wenn ich eine KI europäischer Prägung möchte, dann müssen da muss es wertebasiert sein. Der Mensch muss im Mittelpunkt sein, seine Würde muss im Mittelpunkt sein. Es muss eine KI sein, die im besten Fall ihn nutzt. Und dann muss ich aber natürlich auch Werteentscheidungen treffen in den Regulierungen, in den Rahmenbedingungen. Und das immer wieder präsent zu haben, das, glaube ich, war auch ein großer Gewinn der Enquete-Kommission.
dass eben tatsächlich sich Abgeordnete, die ja sonst mit allem Möglichen sich befassen, mal da ein Thema sich tiefer angesehen haben und auch eine ganze Menge an Kompetenz mitgenommen haben, die sich nun auch weitertragen wird. Herr Gümüşay, wie könnte sowas denn, haben Sie da eine Idee, wie sowas aussehen könnte? Also ich sage jetzt mal, dass die meisten Menschen eben nicht so vollumfassend sich informieren müssen, sondern darauf vertrauen können, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, was, sage ich mal, okay ist und was nicht. Ich glaube, ja, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, nämlich ist gerade nicht an sagen, den Konsumentinnen und Konsumenten ist zuzutrauen, dass sie auf alle Fragen eine Antwort haben, sondern wir müssen, die Politik, die Zivilgesellschaft muss einen Rahmen natürlich schaffen, dass Menschen mit ihren Daten vernünftig umgehen können. Insofern glaube ich, ja, braucht es Regulierungen, braucht es Regeln. Und da sind natürlich Fragen jetzt, was machen wir, wenn Unternehmen nicht in Deutschland reguliert werden? Was machen diese mit den Daten? Da muss es eben entsprechend natürlich auch multilaterale Abkommen geben. Vielleicht ganz kurz noch, um das Thema Entscheidung anzugehen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wie eigentlich so eine KI eben auf uns wirken kann. Und es ist schon jetzt natürlich gang und gäbe eigentlich, dass KI uns Entscheidungen abnimmt, ob wir wollen oder nicht. Also jede Google-Suche, die wir tätigen, ist im Grunde eine KI-geführte Suche. Und wir wollen es ja auch, glaube ich, gar nicht anders. Natürlich ist es eben, weil wir natürlich das World Wide Web eben nicht anders absuchen könnten. Gleichzeitig kriegen wir vorstrukturierte Ergebnisse, die eben uns entsprechend auch einengen. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass selbst sozusagen ein Mehrwert an Freiheit uns paradoxerweise auch kognitiv einschränken kann. Das heißt, diese Entscheidungsfreiheit, die uns KI eigentlich gibt, also die Option zum Beispiel auf die 10 relevanten Webseiten zu schauen, bestimmte Dinge machen zu können, bei Netflix und Co. die richtigen Filme, scheinbar richtigen Filme sozusagen sehen zu können, ohne sich endlang durchzusuchen, bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass man eingeschränkt wird. Und das Interessante daran ist, man denkt vielleicht auf der einen Seite, naja, die KI gibt mir ja nur Optionen. Das heißt, mein Handlungsspielraum ist eigentlich noch weiterhin frei. Aber zum Teil tut sie es nicht, zum Teil sind die Optionen wirklich die eingeschränkten Möglichkeiten, die es gibt. Und zum anderen Teil schafft die KI natürlich auch eine kognitive Einschränkung, die es aufzubrechen gilt. Insofern, was braucht es? Es braucht sicherlich eine Befähigung, mit KI umzugehen, sodass ich sozusagen hinter den Algorithmus schauen kann, dass ich vielleicht auch hinterfragen kann. Es braucht aber auch ein Verständnis, dass es erlaubt ist. Wenn ich da noch ein letztes Beispiel geben darf, wenn wir jetzt uns überlegen, wie in Organisationen vielleicht flächendeckend oder vielfach KI eingesetzt wird und vielleicht so eine Art Dropdown-Menü, wie die KI irgendwie sagt, das sind die drei Optionen, die du jetzt hast als Mitarbeitender oder wie auch immer. Und ich entscheide mich aber für Option 4, weil ich glaube, dass Option 4 die richtige ist. Die Frage ist dann sozusagen, wenn etwas schiefläuft, welche Sanktionen erlebe ich zum Beispiel als jemand, der in einer Organisation arbeitet? Und wenn ich diese Sanktionen miterlebe, was hat das sozusagen für Konsequenzen wiederum für mein Verhalten? Das heißt, auch wenn wir uns nicht eingeschränkt sind, werden wir uns eingeschränkt fühlen. Und damit umzugehen, mit der Souveränität, eine Souveränität zu schaffen, dass man ausscheren darf, dass man mit diesen Daten also anders umgehen kann, ich glaube, das bedarf eines Kraftakts, der im Grunde ja eine Befähigung braucht von der Schule, von der Bildung sozusagen bis ins hohe Rentenalter. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel an der Hand, um das nochmal zu konkretisieren? Es gibt immer schön das Beispiel von Medizinerinnen und Medizinern, die anhand von, also die zum Beispiel sich dank, also nehmen wir Krebs, da gibt es das Beispiel, dass vielleicht Krebserkennung durch KI besser stattfindet oder schlechter als von Ärzten und Ärzten. Und das Ergebnis ist momentan so, dass KI alleine, also KI und Mensch immer noch die beste Option ist. Mittelfristig bis langfristig könnte man sich natürlich auch, aber dann der Arzt, die Ärztin entscheidet, was getan werden soll. Man könnte sich auch mittelfristig vorstellen, wie Unternehmen oder wie Krankenhäuser Vorgaben geben, dass eine KI und Ärztinnen und Ärzte gemeinsam eine Entscheidung treffen, ja, ohne dass ich vielleicht weiß, wie viel Prozent eine KI dann überhaupt reinzählt. Das sind alles Dinge, die wohl noch im Entstehen sind. Aber was wäre zum Beispiel, wenn die KI 40%, 60% der Entscheidung trifft und der Arzt, die Ärztin dann die 30-40% der Entscheidung und das Gesamte ist sozusagen dann das Ergebnis der Entscheidung Krebs, ja, nein, Operation, ja, nein. In diese Richtung kann es gehen und wenn das natürlich stattfindet, werden Menschen entsprechend auch wieder darauf reagieren. Also wenn dann wiederum Ärzte und Ärzte wissen, dass sie nur prozentual mitbestimmen, können sie natürlich auch ihre Entscheidung sozusagen hochschrauben oder runterschrauben. Insofern, diese Dinge sind alle noch sehr stark im Entstehen, aber Menschen reagieren schon jetzt darauf, dass ihnen KI Dinge vorsetzt. Oder ein weiteres Beispiel ist, glaube ich, sind die sozialen Medien. Ich glaube, dass ich habe irgendwann mal eine Umfrage gesehen, wie erschreckend wenige Menschen, insbesondere wenn sie keinen, also die nur eine mittlere Ausbildung haben, tatsächlich nicht wissen, dass Facebook beispielsweise ihnen nicht eine reale Nachrichtenwelt abbildet, sondern vorauswählt,
was sie in der Timeline sehen. Und dann muss man eben an zwei Stellen agieren. Ja? Also erstens nehmen wir wahr, dass es dort eine Blasenbildung gibt, also dass tatsächlich ja optimiert wird in den sozialen Medien von den Unternehmen auf lange Verweildauer, lange dort sein und man eben immer stärker bespielt wird mit Sachen, die einen vorher schon interessiert haben und man gar nicht mehr die andere Meinungen auch wahrnimmt. Also muss ich regulierend eingreifen und den Unternehmen Vorgaben machen. Und das Zweite ist aber natürlich, dass die Nutzerinnen und Nutzer wissen müssen, auch unabhängig davon, wie solche Mechanismen funktionieren, einfach wissen, dass das jetzt etwas ist, was ein Wohlfühlgefühl mir macht, aber vielleicht nichts mit der realen Welt da draußen zu tun hat und dass ich... Ich finde es auch okay, mal im Wohlfühlbereich zu sein, so ist es nicht. Ja? Aber dass man sich vielleicht, um ein volles Bild zu haben, auch mal noch andere Sachen angucken sollte. Wenn ich da mich selber beobachte, merke ich einfach, ich habe früher Stunden damit verbracht, neue Bands rauszusuchen und Musik zu entdecken. Und das mache ich einfach seit vielen Jahren nicht mehr, weil Spotify das für mich ziemlich gut macht. Aber ich weiß natürlich, da gehen einige Sachen flöten, die ich gar nicht entdecken werde. Und in dem Fall bin ich so bequem. In Sachen Nachrichten bin ich als Journalistin natürlich nicht so bequem, aber ich kann mir auch da vorstellen, dass Menschen einfach sagen, ja, mein Gott, das ist jetzt nur eine, ich weiß zwar, dass es nur eine vorgefertigte Auswahl ist auf Basis meiner bisherigen Interessen, aber ich habe vielleicht auch gar keine Lust und gar keine Zeit, mich da noch weiter einzulesen. Wie könnte man denn diese Menschen trotzdem noch abholen, vielleicht mal ihren Blick zu weiten? Das ist eine extrem spannende Frage. Wenn Sie die Antwort haben, melden Sie sich gerne. Ja? Also nein, das ist ja sehr beunruhigend. Wenn man wahrnimmt, dann geht es auch wieder um Vertrauen, wie schnell Menschen plötzlich Leuten vertrauen, die sie gar nicht kennen und die noch nicht mal sich mit dem Thema auskennen. Da ranzukommen ist extrem, extrem schwer. Ich glaube, dass die zwei Instrumente, die ich aufgezählt habe, die probatesten sind, eine Regulierung zu schaffen seitens der Betreiber, von ihnen zu verlangen, dass sie erstens überprüfen, bestimmte Sachen auch kennzeichnen oder entfernen und eben auch tatsächlich gegen ihre eigenen Interessen anderes auch einspielen. Und das Zweite ist eben Bildung, Bildung, Bildung. Und da ist es eben so, dass man am besten die Menschen erreicht, die noch in der Schule sind, sicherlich. Ja. Wir sind da ziemlich gut eigentlich bei der Frage, welche Akteure braucht es für eine zügige Integration von künstlicher Intelligenz? Und wir reden ganz viel über Wirtschaft und über Forschung, aber eben selten als mit der Zivilgesellschaft als Akteur. Welche Rolle sollte denn Ihrer Meinung nach die Zivilgesellschaft da künftig spielen? Frau Kolbe. Ja, also tatsächlich eine meiner Erkenntnisse aus der Enquete ist, dass man KI niemals als Thema von Informatikern begreifen darf, sondern es geht hier um also es lebt von Interdisziplinarität, also dass man miteinander spricht, Sachen von unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und dann gemeinsam, KI erstens gestaltet, auch fragt, in welche Richtung soll das eigentlich gehen und voneinander auch lernt. Auch im Einsatzbereich ist es wichtig, dass wir über Ausbildung von Informatikern und auch KI an Universitäten alles klar, aber ich glaube, dass es da auch eine Interdisziplinarität braucht, auch eine Vielfalt braucht, dass eben nicht nur weiße junge Männer die Algorithmen entwickeln, sondern auch da eine Vielfalt. Es gibt und tatsächlich brauchen wir auch die Kritik der Zivilgesellschaft, wenn es, man ist einfach sehr schnell an Stellen, wo man in ethische Grundfragen kommt, wo es wichtig wäre, auch eine Zivilgesellschaft zu haben, die wach ist. Und sie kann auch helfen, KI einzuführen und zum Durchbruch zu verhelfen. Ich bin, wie gesagt, der festen Überzeugung, in Europa wird KI dann funktionieren, wenn sie erstens qualitativ gut ist, also sie bringt mir einen Mehrwert, und zweitens, ich weiß, ich kann der vertrauen. Also sie hat bestimmte Qualitätsstandards. Und wenn ich mal Zivilgesellschaft weiterdenke und auch zum Beispiel in Richtung Betriebsräte und Betriebsräte schaue, dann sind das auch Akteure, die helfen können. Der Arbeitsbereich ist derjenige, wo die meisten Menschen am KI skeptischsten sind, weil sie die Befürchtung haben, ich werde ersetzt oder es verändert sich sehr viel.
Und ich glaube, dass fitte Betriebsrätinnen und Betriebsräte da helfen können, dass tatsächlich die negativen Aspekte für die Beschäftigten abzumildern oder auch zu verhindern und auf der anderen Seite aber zu sagen, hier guck mal, da sind auch die Chancen drin. Dazu müssen die Betriebsräte aber mehr wissen. Und sonst kommen sie natürlich schnell in die Abwehrhaltung, wollt ihr was Neues einführen, dürft ihr nicht. Deswegen ist es, glaube ich, auch im Interesse der Unternehmen, fitte Betriebsräte zu haben, die bei so einer komplexen Geschichte, das ist ja Change Management, dann auch ein bisschen mithelfen. Ich glaube, das ist genau das Thema auch von Herr Gümüşay. Wie würden Sie das sehen? Und vielleicht auch verbunden mit der Frage, wie kann man diese Ängste bei den Menschen angehen? Also sage ich mal, dass sie sich besser informiert fühlen und eben nicht nur Angst davor haben, dass der Job weggenommen ist, sondern vielleicht daraus ihre Schlüsse ziehen und ins Handeln kommen. Ich würde auch sagen, dass sozusagen KI sehr stark leider noch in den Diskursen als Informatikthema und vielleicht noch als Ethikthema gesehen wird und viel zu wenig als gesellschaftliches Thema. Und deswegen, also zu sagen, KI ist einfach nur eine Technologie, die dort irgendwie geschieht. Insofern braucht es viel, viel mehr eigentlich in allen oder in vielen Fächern von der Schule, natürlich auch bis in die Universität, eben KI, also integrierter Unterricht, sodass KI als thematisiert wird. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, wie Unternehmen zum Beispiel uns auf YouTube und so weiter irgendwie längere Verweildauern schaffen oder wie Spotify, hatten Sie erwähnt, Frau Heckendorf, wie Spotify Ihnen etwas auswählt. Ein anderes Beispiel wäre, wie TikTok zum Beispiel sagt, wenn man ausklickt, noch ein letztes Video einem zeigt. Und der Grund, warum das ist einfach nur, weil man möchte, dass der Kunde, die Kundin sich dann doch noch überlegt, doch weiter zu bleiben. Und das Wissen über solche Geschäftsmodellpraktiken hilft dabei sicherlich, dass man damit anders umgeht. Das heißt also, ich glaube erstmal, KI ist eben nicht nur Informatik, ist vielleicht sogar zentral am wenigsten Informatik und am meisten eigentlich Gesellschaft jetzt. Also wirklich KI als Gesellschaftsthema sehen. Ich glaube, wir brauchen flächendeckend Diskursorte, Diskurskulturen, Räume schaffen. Wir sollten KI sozialwissenschaftlich erarbeiten und erforschen und angehen und im Grunde, wenn man so möchte, von diesem digitalen Wandel etwas proaktiver in eine digitale Wende sozusagen kommen. Ja, also wirklich diesen Wandel, der vielleicht so ein bisschen passiv gefühlt stattfindet, der auf jeden Fall stattfinden wird, ihn aktiver, ihn proaktiver als so eine Art Wende eben formulieren und wirklich wenn man so möchte, wirklich flächendeckend in Deutschland dieses Thema besprechen. Denn Sie haben gesagt, wie kann man diese Ängste angehen? Zunächst einmal ist eine gewisse Sorge für Veränderung auch berechtigt. Ja? Also ist ja nicht unberechtigt. Es werden Arbeitsplätze wegfallen, es wird schwieriger. Ich weiß, dass mein Vater Schweißer, 40 Jahre in derselben Firma, vor 20, 30 Jahren wurde ein Computer eingeführt und er musste zu einer Schulung hinfahren und die größte Sorge war, dass er es nicht schaffen wird, dass er es einfach nicht schaffen wird. Und die Sorge ist vollkommen berechtigt und man muss die Leute entsprechend abholen. Also insofern, diese Sorgen sind da und sie sind richtig und ich glaube, sie zeigen eher auf, dass wir uns mit diesen Themen noch nicht genug beschäftigen. Insofern ist das, was die Körperstiftung macht, sicherlich ein erster wichtiger Schritt. Aber ich glaube halt, wie gesagt, eigentlich bräuchte es das Ganze noch viel, viel größer und vielfältiger. Sie reden ja auch genau im Abschlussbericht von menschenzentrierter KI. Was genau, das würde ich jetzt gerne noch einmal auf den Punkt bringen, hat Sie dazu veranlasst, das so auf den Punkt zu bringen? Warum braucht es das, Frau Kolbe? Ja, zunächst ist ja künstliche Intelligenz, also insbesondere maschinelles Lernen, nur Muster erkennen. Ja? Also ich kann damit hervorragend effizient sein, effektivere Wege finden, Abläufe hinzubekommen, in jedem Punkt. Und dann ist ja die Frage, was mache ich denn hier, was bearbeite ich denn, was optimiere ich? Und dann hat man ja weltweit schon Ideen, was man optimieren kann. In den US-amerikanischen KI-Aspekten, da ist es das Optimieren von Rendite. Also möglichst lange die Leute in dem, möglichst wachsen, möglichst lange sie in den sozialen Medien halten und so weiter und so fort. Und das wäre es natürlich auch in Deutschland und in Europa, wäre das ein Aspekt, das will ich gar nicht wegdiskutieren. Aber in der Reihenform sehen wir eben die vielen negativen Auswirkungen. Wenn wir nach China gucken, was wird da optimiert? Da wird durchaus auch die Macht der KP optimiert im Sinne von Überwachung der Menschen, des Vernetzens von Daten, staatlichen Daten, Unternehmensdaten von über 1 Milliarde Menschen, eine unglaubliche Macht, die hier optimiert und zementiert wird.
Und dann gerät man als Europäer und Europäerin schon ein bisschen ins Grübeln, wozu man dieses Instrument, dieses mächtige Werkzeug nutzen möchte. Und als Sozialdemokratin, und aber da unterscheiden sich die Abgeordneten auch gar nicht so stark, ist eben schon der Wunsch, dieses mächtige Werkzeug fürs Gemeinwohl auch zu nutzen. Also natürlich sollen Unternehmen damit auch Gewinn machen, und aber eben auch Arbeitsplätze sichern, gute Arbeitsplätze sichern. Wir wollen gesund sein, wir wollen dem Klimawandel begegnen, wir wollen Chancengleichheit haben. Und dafür eine KI zu nutzen, wir wollen einen Staat, der auf Augenhöhe mit den Menschen da ist, der für die Menschen da ist. KI dafür zu nutzen, das ist etwas, was wir für erstrebenswert halten. Sonst könnte man auch sagen, wieso, die US-Amerikaner haben es doch schon entwickelt, dann können wir es doch einfach auch verwenden. Ich glaube, das ist nicht so sehr der Ansatz. Und ich spüre da sehr viel Energie in diesem Gedanken. Und nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern. Auch das Europaparlament macht einen Ausschuss jetzt zu dem Thema. Und das ist richtig so, dass wir uns darüber verständigen, wozu wollen wir dieses Werkzeug verwenden. Ob wir das dann hinbekommen, ist tatsächlich nochmal ein anderer Punkt, weil die Kräfte sind sowohl international stark, und natürlich, wenn ich als Unternehmen KI-Systeme entwickle, werde ich zunächst mal auf den Punkt Optimierung, Ausgabenoptimierung, Rendite schauen. Aber wenn man die Rahmenbedingungen gut setzt, kann man es eben auch gesellschaftlich nutzbar machen. Und das ist aller Anstrengung wert, würde ich sagen. Herr Gümüşay, wie könnte man das denn schaffen? Auf der einen Seite eben die Menschen zu schützen vor künstlicher Intelligenz und, sage ich mal, den Gefahren, die damit einhergehen. Und auf der anderen Seite auch Innovationen zu fördern und den Unternehmen, sage ich mal, auch so viel Charme da noch zu lassen, dass sie Lust haben, da auch zu investieren. Vielleicht ist es dieses Entweder-Oder gar kein so ein deutliches Entweder-Oder. Denn im Grunde, wie Frau Kolbe auch sagte, ist so eine KI der Werte etwas, was viele, was ich, wünschenswert erachten. Insofern vielleicht etwas ist, was auch sowas, also um unternehmerisch zu sprechen, ein Competitive Advantage, also ein Wettbewerbsvorteil am Ende dann doch darstellt. Also wenn wir Fußball spielen in der KI-Welt mit China und USA, werden wir, wenn wir deren Strategien wählen, nur verlieren. Also eine Kopie der USA-Strategie wird Deutschland nur verlieren. Wenn wir allerdings uns auf europäische Werte besinnen und vielleicht den einen oder anderen deutschen Fußballtrainer wie Jürgen Klopp oder eben Hitzfeld war es, glaube ich, einstellen, können wir auf jeden Fall auch einen alternativen Weg gehen. Und ich glaube, dieser alternative Weg ist genau der richtige. Warum? Weil natürlich zum Beispiel im Markt der Talente, der KI-Talente, werden diese Leute nicht nur schauen, wer zahlt am meisten Geld, und dann ist das vielleicht der USA-Markt oder der chinesische Markt, sondern auch, welche Wertegerüst eigentlich stehe ich nach. Das heißt, dieses Entweder-Oder ist, glaube ich, das sieht auch in der Diskussion zu Sozialunternehmertum zum Beispiel ein anderes Themenfeld, wo man sagt, naja, das Soziale und das Unternehmerische, da stehen irgendwie nicht im Einklang. Dem ist gar nicht so. Und gerade in Deutschland haben wir eigentlich mit Familienunternehmen oftmals auch so eine Tradition, wo eigentlich die Werte, das Wertegerüst und das Unternehmerische in Einklang stehen. Deswegen würde ich sagen, es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist, glaube ich, strategisch nur dann möglich, wenn man diese beiden Sachen zusammendenkt. Und dann ist es sozusagen, darüber schafft man einen Wettbewerbsvorteil. Sie sprechen auch gerade Familienunternehmen an, die in den meisten Fällen ja mittelständische Unternehmen sind. Es gibt ja in Sachen Digitalisierung und künstlicher Intelligenz so den Hang zur Konzentration. Einmal in der Fläche, also die Unternehmen zieht es in die Städte, weil da die interessantesten Talente sind. Und auf der anderen Seite, Entschuldigung, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Gibt es den Hang der Konzentration eben in die Großkonzerne, Google und Amazon. Mhm. Wie könnte man es denn da nochmal konkret, vielleicht auch das zu den konkreten Maßnahmen nochmal schaffen, den deutschen Mittelstand, der ja unser großer Vorteil ist in diesem Land, auch zur, sage ich mal, gesellschaftlichen Gleichheit beiträgt, mitnehmen in diesem ganzen Wandel? Lassen Sie mich ansprechen, ich weiß nicht, in welche Richtung Sie sozusagen gerade gucken. Ich würde jetzt immer sagen an Frau Kolbe und dann gerne an Sie. Genau. Gerne. Also tatsächlich ist das ein wichtiger Punkt. Und also tatsächlich, wer die Monopolisierung und die Machtkonzentration nicht sieht, der muss ganz schön blind sein. Natürlich ist das ein Fakt, und das ist besorgniserregend, weil die Macht natürlich auch genutzt wird, sich anderer Geschäftsmodelle habhaft zu machen, andere Mitbewerber immer stärker zu diskriminieren und klein zu machen. Und tatsächlich muss man schauen, dass man da kartellrechtlich vorgeht.
Und das passiert im Moment. Gibt es seitens der Bundesregierung einen Gesetzentwurf, der genau das vorsieht, eben eine größere Chancengerechtigkeit herzustellen? Man kann auch immer auf europäischer Ebene, gab es auch eine Kommission, die sich mit dem Kartellrecht beschäftigt hat, die relativ weitgehende Vorschläge gemacht hat, wie man eben kleinere Unternehmen nicht auf Augenhöhe, aber doch zumindest ein bisschen chancengerechter auch einen Zugang zu den Daten der Großen gewähren lässt. Und ich hoffe, dass das umgesetzt wird, weil sonst wird es sehr schwierig, wirklich größere Unternehmen zu sehen, die dieser Machtkonzentration widerstehen können. Mhm. Und dann muss ich gucken, was ich würde sagen, das ist immer wieder auch Thema in der Enquete gewesen, dass wir durchaus gucken sollten, wo sind unsere Stärken in der deutschen Wirtschaft. Und da gibt es genügend Bereiche, die Familienunternehmen, die kleinen und mittleren, die Industrie, aber auch durchaus Dienstleistungen, industrienahe Dienstleistungen, wo uns weltweit niemand was vormacht. Und die Frage ist doch, was kann KI in diesen Bereichen tun? Wie kann man Startups mit diesen alteingesessenen Unternehmen in Verbindung bringen? Wie kann man überhaupt erstmal sie in die Lage versetzen, sich die Frage zu stellen, was will ich eigentlich? Wie ändert sich mein Geschäftsmodell? Sind wir wieder bei Trainern, bei Beratung? Da sind wir gar nicht schlecht, würde ich mal sagen. Wir sind noch recht schlecht, was die Durchsetzungsrate angeht. Also ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber Bitkom hat da jetzt eine Umfrage gemacht, wie viele Unternehmen das überhaupt verwenden, KI-Systeme. Und das sind erschreckend wenige. Aber ich denke, dass die Voraussetzungen eigentlich gar nicht so schlecht sind, dafür da deutlich besser zu werden. Mhm. Herr Gümüşay. Ja, vielleicht ganz kurz. Also auch ich glaube, wir sind wir machen schon sehr viel im Bereich AI as a Service sozusagen als Dienstleistung, um etwas zu optimieren. Worin wir noch nicht gut sind AI as a Solution, also wo wir sozusagen neue Ergebnisse, transformative Produkte und Dienstleistungen herstellen. Aber ich glaube auch, also was Sie gerade gefragt hatten bezüglich dem Weg, ich glaube auch, dass wir nicht auf Teufel komm raus einen Google oder Amazon schaffen müssen und auch vielleicht gar nicht sollten, sondern eher, dass wir vielleicht zwei alternative Strategien fahren können. Die eine wäre natürlich die Schaffung von Ökosystemen stärker, also Ökosystemen stärken à la Silicon Valley und Shenzhen. Und unser Ökosystem muss nicht mit S beginnen, es darf auch ein anderer Buchstabe sein. Und auch da sind wir gerade im Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft dabei und schauen uns gerade an, zum Beispiel, wie digitales Altern aussehen soll. Und strecken unsere Fühler aus nach Akteuren, die genau dieses Thema digitales Altern machen und versuchen, einen Hub, einen Ort in Berlin zu schaffen, wo genau dieses Thema auf vielfältige Art und Weise erforscht wird mit den verschiedenen Akteuren. Und das Zweite vielleicht, um auch dazu forschen wir sehr, sehr stark, ist, im Grunde, wenn man sagt, wir haben entweder den Staat oder halt dieses große Unternehmen, naja, was zeichnet uns in Deutschland aus? Wir haben einfach viele mittelständische Unternehmen. Und da gibt es im Grunde schon tolle Projekte, wo sich deutsche Unternehmen zusammengetan haben, gesagt haben, hey, wie wäre es eigentlich, wenn wir zusammen quasi Google oder Facebook darstellen? Das sind so sind im Grunde Komplementärplattformen, wo sich 30, 40, 70 deutsche Unternehmen zusammenkommen und sagen, wir bauen eine Infrastruktur auf, die für uns alle dann eben sinnvoll ist, wo Daten geteilt werden, wo man sozusagen eine Rechtsform schafft, die alle abholt. Vielleicht da ein Beispiel, gibt es eine Organisation, die das im Internet of Things, also im sozusagen in den Produkte, die im Haushalt sind, machen und die sagen sich halt, naja, du hast die App für den Lichtschalter, ich habe die App für die Heizung und bin im Heizungsbereich tätig. Wie wäre es eigentlich, wenn wir die Interfaces, die Intersektionen zusammenbringen und eine App, eine Plattform zusammenschaffen? Und natürlich ist das eine große technische, es ist eine große juristische, es ist eine große governance-strategische Herausforderung, was zu machen, weil es natürlich für die Unternehmen bedeutet, man gibt Informationen ab, man gibt gemeinsam einen Weg. Aber ich glaube, wenn man das tut, haben wir auf jeden Fall einen dritten Weg, der sehr, sehr deutsch ist sozusagen mit seinen Familienunternehmen, wo eben solche Plattformkomplementäre entstehen. Super. Bevor wir gleich zu den Publikumsfragen kommen, würde ich gerne noch einmal auf einen Punkt eingehen. Und zwar, wir gucken sehr viel auf die Länder, mit denen wir uns nicht vergleichen wollen, wo wir es anders machen wollen. Wer wären denn jetzt Positivbeispiele Ihrer Meinung nach, wo wir uns vielleicht auch was abgucken können, Frau Kolbe? Tatsächlich finde ich spannend, Finnland sich anzugucken, die eine KI-Strategie gemacht haben, die auch viel in die Breitbandwirksamkeit gegangen sind, also wo es einen Kurs gab, wo das Ziel war, dass 1% der Finninnen und Finnen das machen, den gibt es mittlerweile auch in Deutsch. Der Titel fällt mir jetzt gerade leider nicht ein, den liefere ich gleich noch nach.
Finde ich sehr sehr lehrreich, dass eben ganz viele Menschen erstmal so eine Grundlage haben, was jetzt nicht ein KI-Studium, aber eben auch nicht nur, okay, das ist irgendwas mit Google, sondern wirklich ein Fundament zu bauen. Und tatsächlich hat die finnische KI-Strategie auch mal Stärken und Schwächen aufgezeigt. Das wäre vielleicht auch nicht ganz so schlecht, das haben wir jetzt in der Enquete nicht geschafft, aber auch mal zu sagen, wo sind wir jetzt gar nicht so gut, wo wollen wir vielleicht auch gar nicht gut sein. Das würde auch ein bisschen noch stärker befreien von dieser vielleicht auch ein bisschen deutschen Mentalität der Gießkanne, dass man am liebsten eigentlich alles machen möchte und lenkt eher den Blick dahin zu fragen, was sind denn unsere Besonderheiten, wo wollen wir denn wirklich mal mit Schmackes reingehen. Und Frankreich finde ich spannend mit dem starken Fokus auf KI und Nachhaltigkeit, also Bewältigung der Klimakrise. Da ist auch sehr viel Musik drin, das haben wir angetippst. Auch die KI-Strategie tippst das ein bisschen an, aber mit ein bisschen Antipsen werden wir die Klimakrise ja bekanntlich nicht bewältigen können. Ein großes weiteres Feld. Ja, Herr Gümüşay. Vielleicht ein anderes Beispiel zu nennen. Taiwan ist, glaube ich, auch sehr, sehr charmant. Haben eine Digitalministerin mit Audrey Tang und einer, die aus der Wirtschaft kommt. Ich glaube, dass wir uns einiges von einigen dieser asiatischen Länder abschauen können, wie man mit KI umgeht, mit der Kultur, vielleicht auch eine Bereitschaft, KI nicht überall natürlich und immer mit Vorsicht, aber trotzdem auszuprobieren, eben zu nutzen und auch stark zu machen. Also insofern, glaube ich, gibt es einige asiatische Länder, insbesondere auch Taiwan, wo wir eine vielleicht andere gesellschaftliche Kultur im Hinblick auf Digitalisierung wahrnehmen können und auch ein bisschen was kopieren können. Ja, Valentina, ich sehe, du bist noch nicht bei uns wieder eingeschaltet, doch. Ja, danke, dass du heute so Anwältin des Publikums bist. Was hast du denn für Fragen aus dem Publikum bekommen bei Menti? Es sind tatsächlich einige Fragen reingekommen und ich befürchte, dass wir überhaupt nicht schaffen werden, auf alle einzugehen. Mhm. Ich habe so ein bisschen versucht, die auch zu clustern, sage ich mal. Und ich werde vielleicht teilweise hier und da auch gleich zwei Fragen vorlesen, weil die so ein bisschen entweder aufeinander aufbauen oder sich auch gut ergänzen. Und starten würde ich aber mit so einer Frage, die jetzt so ein bisschen losgelöst ist von meinen ausgedachten Clustern. Und zwar, in welchen Branchen wird KI besonders wichtig werden? Wer mag antworten? Also man sieht ja, in welchen Branchen es schon wichtig ist. Bankensektor, auch im Gesundheitsbereich, also da, wo viele Daten anfallen, ist es schon wichtig. Ich würde aber sagen, wenn unsere Annahmen stimmen, dann wird es eigentlich jeden Lebensbereich und auch jeden Arbeitsbereich betreffen, weil tatsächlich man mit ein bisschen Erfahrung und guten Algorithmen eigentlich auch sehr viele Tätigkeiten optimieren kann, Tätigkeiten wegfallen lassen kann, unangenehme, gefährliche, monotone. Man kann aber auch natürlich, das ist jetzt ein Blick der Sozialdemokratin, also für die Juristen ist es sicherlich schick, jemanden zu haben, einen Assistenten zu haben, der einem die Fälle raussucht, die zu dem jetzigen Fall passen. Und für den Übersetzer ist es so ein Mittel. Der Übersetzer findet es jetzt, wenn er positiv und technikaffin ist, findet er es ein spannendes Instrument, ihn zu unterstützen. Möglich empfindet er es aber auch als Konkurrenz, weil tatsächlich sehr viel jetzt maschinell schon übersetzt werden kann. Und wenn ich dann aber an meine Amazon-Mitarbeiter hier im Wahlkreis denke, für die sind Algorithmen auch ein massiver Eindruck auf ihre Erwerbstätigkeit. Dort werden Arbeitsabläufe extrem strukturiert, die Autonomie von Beschäftigten wird sehr minimiert. Und letzter Punkt wäre dann womöglich zukünftig der Lkw-Fahrer oder die Lkw-Fahrerin, davon gibt es jetzt nicht so viele, aber wenn wir in Richtung autonomes Fahren gucken,
sind das vielleicht Tätigkeitsfelder, die, die komplett wegfallen. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es kaum Tätigkeiten, die sich nicht verändern werden, aber die, der Einfluss ist extrem unterschiedlich. Die Pflegekraft erwartet sehnlichst Assistenzen, die ihr wirklich unterstützend zur Seite stehen. Da ist, glaube ich, keine Angst, dass diese Zuwendung, das Menschliche wird sicher nicht ersetzt werden, aber dass es da Unterstützung gibt. Aber der Einfluss von KI ist extrem unterschiedlich und deswegen lohnt es sich auch da genau mit dieser Unterschiedlichkeit drauf zu gucken und nicht zu glauben, KI, das ist nur in einer Form, irgendwie wird das sichtbar. Mhm. Ist vielleicht auch ganz interessant, da nochmal an Christoph Käse aus dem Eingangsvideo zu denken, der sagt, alles, was mit Mustererkennung zu tun hat. Und da kann sich ja jeder einmal selber überlegen, wie das im eigenen Arbeitsbereich so ist. Und das, man hat ja lange gesagt, dass das nur Leute betreffen würde, die eben nicht studiert haben, aber das stimmt überhaupt nicht. Also auch Leute, die studiert haben, ganz viele Juristinnen und Juristen sind eigentlich sehr bedroht, weil sehr viel Mustererkennung in deren Beruf ist. Also da wird noch einiges durcheinander geraten. Ja, ich weiß es nicht, ob man sich da bedroht fühlen muss. Also ich bin stark im Kontakt gewesen mit dem Bund der Übersetzer. Ja, die wissen, dass also eine Branche, die massiv schon verändert wird durch KI, durch Spracherkennung, durch Übersetzungsmethoden. Und die sagen aber auch, das verändert einfach viel, aber es wird auch einfach viel mehr übersetzt jetzt dadurch. Und der Mensch, der dann das Unternehmen berät, ob die Texte wirklich gut sind, der sich eine Nische sucht, der hat womöglich einfach eine gute Assistenz, die wirklich das Arbeiten erleichtert und das auf die wirklich spannenden Sachen und nicht auf das Rumgetipse beschränkt. Also es ist eine Veränderung. Ob positiv oder negativ, das kommt doch sehr auf die Gestaltung und auf den konkreten Fall drauf an. Vielleicht, Valentina, nochmal die nächste Frage, damit wir so viele wie möglich schaffen. Die nächste Frage kommt schon so ein bisschen aus dem Cluster, den ich Regulierung genannt habe. Ich kann vielleicht zwei Fragen direkt hintereinander vorlesen und man kann die vielleicht auch gemeinsam beantworten. Mhm. Wer soll die ethischen Entscheidungen treffen, ob und welche Daten von Unternehmen genutzt werden dürfen? Frage 1. Die nächste, gesellschaftliche Diskurse zu eröffnen, ist wichtig und gut. Aber wer soll die Relevanz dieser Diskurse sichern? Ja, Herr Gemischei. Also ich glaube, dass wir im demokratischen Land sozusagen die ethische Hoheit, also erstmal der Diskurs selber ist natürlich, wird ja von der Zivilgesellschaft gestaltet, aber letztendlich sind natürlich die gewählten Vertreterinnen und Vertreter diejenigen, die das ethische Rahmenfeld, glaube ich, vorgeben in den Gesetzen und natürlich aber wir in unseren Professionen, in unserer Vielfältigkeit eben auch tun. Insofern, es gibt nicht diese eine Ethik, sondern ich glaube, dass wir alle in den verschiedenen Berufszweigen im Grunde ethische Richtlinien etc. erlassen und insofern das Ganze mitgestalten. Was war die zweite Frage? Das erste war, glaube ich, zu den ethischen... Genau, die erste war, wer soll die ethischen Entscheidungen treffen? Und die zweite war, wer die Relevanz der Diskurse sichern soll. Ja, das ist vielleicht auch wichtig. Eine sehr schöne Frage. Es sind eben nicht nur Unternehmen, die sozusagen diesen Diskurs genauso wenig, wie sie die Daten sozusagen sammeln sollen. Ich glaube, es braucht wirklich eine Breite. Also wir haben eine starke Stiftungslandschaft in diesem Land. Wir haben Institute. Ich glaube, dass wir jetzt wirklich zu einer Phase sind, wo diese Diskurse von den verschiedenen Akteuren angeregt werden müssen. Weil wenn wir es nicht tun, wird es sozusagen vielleicht eher von Unternehmen vorgegeben. Und das wäre nur eine Sicht auf die Sache. Darf ich zu der ersten Frage, was Unternehmen dürfen, so würde ich das mal nicht nur in Bezug auf Daten. Das war in der Enquete eine sehr spannende Debatte. Ich persönlich neige dazu, dass man da zu einer Regulierung kommen sollte, die darin besteht, dass tatsächlich KI-Systeme schon darauf überprüft werden sollten, was für ein Risiko bringen sie mit sich, also eine Risikoklassifikation zu machen, wo man dann bei den meisten Fällen, wenn ein Unternehmen seine Unternehmensdaten, Maschinendaten nutzt, zu überhaupt keiner Regulierung kommt. Aber wenn man feststellt, okay, es werden sensiblere Daten genutzt oder es wird eingegriffen in das Leben von Menschen, Beschäftigten, dass man dann eine Regulierung ansetzt und bis hin zu Risikoklassen, wo man sagt, dieses Risiko ist nicht vertretbar und dort ein Verbot ausspricht. Das hat jetzt keine Mehrheit in der Enquete gefunden, sondern nur, dass man da noch forschen sollte.
Aber ich glaube, dass das ein Punkt ist, der eben in diesem Punkt vertrauenswürdige KI sehr stark helfen würde. Wenn ich darauf vertrauen kann, dass was auf dem Markt ist, das macht keinen, da kann ich mich darauf verlassen, dass das jetzt keine totale heftigen Risiken hat für die Gesellschaft oder für einzelne Personen. Oder vertretbare, sagen wir es mal so. Und ich möchte an dieser Stelle aber nochmal nachhaken bei euch beiden. Also die erste Frage war auch gezielt, wer soll die ethischen Entscheidungen treffen? Vielleicht könnt ihr da euch auch irgendwie was darunter vorstellen. Ich persönlich denke, dass hier Zuschauer, Zuschauerin darauf abzielt, wer denn da zum Beispiel auch in so einem Gremium, das solche Fragen diskutiert, sitzen soll. Also ist das wieder, das ist ja wieder eine Frage Demokratie, wen lassen wir mitreden und solche Entscheidungen treffen? Naja, also als Parlamentarierin würde ich immer sagen, tatsächlich, dass das Parlament da Regeln, ein Regelwerk erlassen sollte, was okay ist und was nicht okay ist. Natürlich über Beratung auch abgesichert und eher einen Rahmen vorgibt. Und wir haben in Deutschland gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Unternehmen selber dann Normen und Standards entwickeln, die, wo klar ist, okay, wenn ich ISO-Norm Schnickeschnack haben will, dann muss ich diese konkreten Dinge alle erfüllen. Und das kann natürlich ein Parlament nicht machen, aber da haben wir eigentlich ganz gut eingeübte Institutionen, die das gut können und wo tatsächlich auch die Unternehmen das zwar in Vereinsform, aber auch gut selbst können. Und das finde ich einen guten Weg. Spannend finde ich, dass sehr viele der großen US-amerikanischen Unternehmen, aber auch andere Unternehmen sich jetzt solche ethischen Beratergremien holen, um diese Frage sozusagen auch anzugehen, also ethische Fragen bearbeiten zu lassen, sich ethisch durchleuchten zu lassen. Und das kann man, das finde ich jetzt zunächst mal nicht schlecht. Das ist vielleicht ein guter Hinweis darauf, dass tatsächlich auch auf renditeorientierte Unternehmen verstanden haben, mein Produkt wird nur angenommen, wenn es ethisch vertretbar oder sogar gut ist. Und deswegen finde ich, ist es richtig, genau in diesem Punkt weiterzugehen, zu sagen, das menschenzentrierte KI, das ist etwas, was erstens sinnvoll ist, auch für die Menschen gut ist und was aber sich auch wirtschaftlich durchsetzen kann. Valentina? Dann würde ich jetzt noch eine Frage vorlesen wollen, die so ein bisschen beim Thema Regulierung eine andere Perspektive einschlägt. Und zwar, verlieren wir nicht noch mehr Anschluss, wenn wir erstmal einen langen gesellschaftlichen Diskurs führen? Ja, Herr Gummischei, vielleicht. Gerne. Ich glaube, der Diskurs darf natürlich nicht die KI-Schritte sozusagen zur Halt bringen, sondern er wird parallel geführt. Und ich glaube, ein guter Diskurs ist ja auch immer etwas, wo etwas Neues, Kreatives entsteht. Das ist jetzt nicht eine Diskursform, wo wir sagen, jetzt halten wir mal 3 Jahre inne und diskutieren über die Zukunft, sondern er ist proaktiv. Also um ein Beispiel zu nennen, ich glaube, was es braucht, ist zum Beispiel Leuchtturmprojekte und dann an diesen, also Orte im Grunde, wo wir Dinge ausprobieren. Wie gesagt, bei uns, wir versuchen das gerade mit digitalem Altern in Berlin aufzubauen und an diesen Orten vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheiten möglich zu machen, auch aber natürlich sozusagen mit einem starken Blick drauf, aber trotzdem mit einer gewissen Freiheit, um sozusagen an diesem Ort Dinge auszuprobieren und zu testen und dann aber auch gegebenenfalls zurückzurudern. Das heißt, der Diskurs an solchen Orten ist sogar eher beschleunigend als dann eben verlangsamend. Man kann ja auch heutzutage schon das KI-Hightech-Unternehmen gründen und loslegen und gute Ideen haben. Das fände ich sogar gut, wenn das passieren würde. Aber ich glaube tatsächlich, Herr Gümmischer hat vollkommen recht. Bisher ist der Diskurs zu wenig da und dass es noch zu wenig auch junge, mutige Leute gibt, die sagen, das ist jetzt spannend für mich, da mache ich was. Und insofern ist, glaube ich, der Diskurs eher positiv. Und er ist ja nicht, er ist nicht eindämmend gemeint oder nicht erst der Diskurs, dann die Idee, sondern es muss beides passieren. Ja, dann würde ich jetzt zu meinem nächsten Cluster übergehen und das wäre der Cluster mit dem Titel Aufklärung. Ich kann hier vielleicht auch zwei Fragen direkt gemeinsam vorlesen. Die gehören irgendwie ganz gut zusammen. Wie können und sollen Menschen dazu befähigt werden, die Entscheidungen von KI zu hinterfragen? Und die zweite, wie schaffen wir es, eine mündige Gesellschaft in Sachen KI zu erreichen? Wer soll?
Herr Gümüşay. Gerne, genau. Wir hängen auf Sie entscheiden und wir antworten sozusagen. Ja, ich entscheide jetzt einfach nur abwechselnd. Ich denke, Sie wollen beide jeweils was sagen. Sehr, sehr gerne. Sonst genau kann die KI sozusagen im Hintergrund vielleicht demnächst die Entscheidung tätigen. Ja, vielleicht zur Aufklärung. Ich meine, ich bin als Wissenschaftler an der Uni tätig. Ich glaube, wir brauchen zum Beispiel viel, viel mehr Möglichkeiten, dass wir KI-Thematiken in die Universitätslandschaft reinbringen. Und da eben nicht wieder, wie wir auch schon zwischendurch aber angesprochen haben, nicht KI als reines Informatikthema, sondern wie ein Kollege von mir, Achim Oberg, der ist jetzt gerade hier in Hamburg berufen als Professor, zum Beispiel im Bereich der digitalen Sozialwissenschaften ist, vornimmt. Ja, das heißt, er unterrichtet Soziologinnen und Soziologen oder angehende Soziologinnen und Soziologen im Bereich Programmieren, im Bereich Algorithmen. Und ich glaube, das ist genau richtig. Und ich weiß, dass er zunächst erstmal in der Studierendenschaft ein Fragezeichen kreiert hat. Warum sollen wir uns mit Programmieren und Zahlen beschäftigen? Wir sind doch sozusagen die Profession der Wörter. Und aber ich glaube, genau das ist richtig, sozusagen, dass wir gerade an solchen Orten eben auch Aufklärung betreiben, wie überhaupt so ein Programm aussehen soll, wie so ein Algorithmus funktioniert und dann halt natürlich diesen Schritt zu gehen von Algorithmus zu sozialen Praktiken. Ja, also wie sozusagen so ein Algorithmus soziale Praktiken prägt. Ich kann da ergänzen. Also ich glaube, dass eben so dieser finnische Kurs Elements of AI, so heißt er, dass das ein guter Ansatz ist, sich mal auch mal abends hinzusetzen und sich nochmal fit zu machen, als was auch immer man beruflich macht. Und ich würde mich wünschen, wenn man das noch ein bisschen intensiver macht. Das ist von DIHK ist das ins Deutsche übersetzt worden und würde mir total wünschen, dass wenn ganz viele das machen, weil das so ein Grundwissen setzt, eben auch ein bisschen ein paar mathematische Grundlagen, aber auch ein paar ethische Fragen stellt, damit man eben auf einem sehr hohen Niveau die Debatte verfolgen kann. Aber noch wichtiger ist aus meiner Sicht, dass es natürlich eine Reflexion gibt über die Algorithmen, die einen prägen. Schulbildung ist da eines, Universitäten ein anderes. Und ansonsten werden wir aber, glaube ich, nicht in eine Welt kommen, wo das alle ständig tun. Also ich glaube, Bildung ist ein Aspekt. Es Algorithmen so transparent zu machen, dass man sich auch nicht immer damit beschäftigt haben muss, ist, finde ich, ein anderer Punkt. Also, dass man mindestens, wenn es um staatliche Institutionen geht, dass klar ist, okay, hier ist gerade ein Algorithmus am Werk oder hier ist ein Bot am Werk. Das finde ich wichtig, damit klar ist, okay. Also Transparenz. Transparenz darüber, dass es KI ist und auch darüber, was sie tut. Also vorhin, Herr Gümüşay hatte das Beispiel des Arztes genannt, der sozusagen unterstützt wird beim CT-Bilder auswerten. Da ist ja auch die Frage allein schon, wie bereitet eine KI das auf für den Arzt, damit er einschätzen kann, was ist jetzt dahinter. Also wir sind ja Menschen, wir funktionieren nach bestimmten, auch nicht immer rationalen Aspekten. Wenn die KI nur sagt, ich bin 99% sicher, das ist das und das, dann ist das das eine. Aber wenn die KI zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, Vergleichsbilder zeigt, warum das der Algorithmus der Auffassung ist, das ist jetzt ein bestimmtes Krankheitsbild, dann hilft es einem Arzt vielleicht nochmal besser einzuordnen, was steckt dahinter? Ist es vielleicht auch ein Shortcut? Ja, es gibt ja viele dieser Beispiele, wo gerade im Bilderkennungsbereich, der sibirische Wolf der Husky, das ist eins der Beispiele, wo der Husky erkannt wird am Schnee und nicht so sehr an bestimmten Merkmalen, die ein Husky hat. Sowas zu wissen als Arzt, das, glaube ich, hilft dann auch, eben einen mündigen Umgang, einen reflektierten Umgang mit KI zu machen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Das muss man natürlich übersetzen in die unterschiedlichsten Lebensbereiche. Mhm. Valentina, ich denke, eine Frage schaffen wir noch. Eine noch. Okay, ich hätte noch mehrere, aber dann wähle ich eine aus jetzt. Eine, die auch so ein bisschen zwischen Regulierung und Aufklärung angesiedelt ist und die etwas aufgreift, was Herr Gümüşay ganz am Anfang gesagt hat, nämlich zu der Frage der Gendergerechtigkeit. Wie kann man und wie sollte man Gendergerechtigkeit in Sachen künstliche Intelligenz berücksichtigen?
Herr Gümüşay. Sehr gerne. Also einerseits ist es eine Prozessfrage. Ich glaube, wir haben noch viel zu wenig Frauen oder Menschen mit verschiedenen Hintergründen, sozusagen, die sich mit KI beschäftigen. Ja? Und die fördern wäre eine Sache. Das andere ist dann natürlich Regulierung, dass man eben Datensätze, die genutzt werden. Also wir haben oft den Fall, dass sozusagen viel Daten genutzt werden, aber diese Daten zum Teil auch schlecht sind. Und KI auf schlechten Daten ist oft schlechte KI. Ja, das heißt, es gibt da Beispiele wie autonomes Autos, den schwarzen Menschen nicht erkennen oder weniger erkennen als den weißen Menschen und dann eher sozusagen den schwarzen Menschen umfahren. Wir kennen das aus der Automobilbranche, dass die Crash-Dummies eher männlichen Körpern entsprechen und nicht weiblichen Körpern und deswegen Frauen eher gefährdet sind bei Unfällen. Und das Gleiche, was man sozusagen bei Crash-Dummies jetzt in Hardware hat, hat man in der KI eben auch in Software. Und da müssten wir sozusagen ganz auch darauf achten, weil im Grunde in diesen KIs halt Gesellschaft reinprogrammiert wird. Das bis hin zur Situation kommt, vielleicht das letzte noch, das habe ich jetzt neulich gelesen, dass eine KI, eine Drohne, den Schiedsrichterassistenten als Fußball, den Kopf als Fußball gesehen hat, weil er eine Glatze trug, weil halt die KI programmiert wurde mit halt vor allem wahrscheinlich Männern, die die Haare auf dem Kopf hatten und mit der Glatze kam die KI halt in dem Fall nicht klar. Und das Gleiche gilt halt für andere Minderheiten, für Gruppen oder eben von Gruppen, jetzt genau, Frauen sind eigentlich keine Minderheit, aber im Grunde Gruppen, die nicht, leider nicht berücksichtigt werden. Mhm. Frau Kolbe, haben Sie sich da mit dem Thema Diskriminierung im Abschlussbericht auch schon auseinandergesetzt? Ja, tatsächlich kommt es an verschiedenen Stellen vor. Wir haben es auch in der Enquete einmal komplett in einer ganzen Sitzung zum Thema gehabt, Frauen und KI beziehungsweise Diskriminierung, wie kann man dem entgegenwirken? Und ich kann da vollkommen zustimmen. Also es geht darum, mehr Vielfalt Einzug zu halten, ist auch als das ist auch von vielen Unternehmen in der Anhörung so bestätigt worden, ist als Chance und als zu nutzen. Also die großen Tech-Unternehmen wissen selber, dass eigentlich gemixte Teams besser sind, auch bessere Ergebnisse bringen. Aber das heißt noch nicht, dass es überall auch schon in die Tat umgesetzt ist. Also dass Vielfalt bei denjenigen, die das machen, Einzug halten muss und das aber schon von den kleinen Kindern an das Interesse geweckt werden sollte, auch Hürden abgebaut werden, wenn ich mal einen Roboter programmiert habe in der Schule und merke, das macht eigentlich Spaß und es eben nicht nur trocken daherkommt und auch die Möglichkeit besteht, Seiteneinstiege zu machen und das attraktiver wird, dann kann das helfen. Und dann ist tatsächlich KI ja auch, die wird ja oft mit dem Thema Diskriminierung diskutiert, vielleicht sogar ein Mittel, Diskriminierung abzumildern. Weil im Moment, Stichwort Personalauswahl in Unternehmen, klar, wenn ich die KI auf den Daten, die wie jetzt ausgewählt wird, trainiere, wird die weiter diskriminieren. Wenn ich die Daten aber vernünftig hinbekomme, besteht die Chance, dass man die ganzen Diskriminierungen, die von den Personalern bewusst oder bewusst jetzt passieren, gegenüber Menschen, die ein Kopftuch tragen oder Frauen oder weiß der Geier, kann man womöglich egalisieren. Und das, finde ich, ist durchaus auch eine Chance. Mhm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch, Valentina, für die Fragen. Vielen Dank an Sie, liebes Publikum. Ich möchte Sie jetzt gegen Ende der Veranstaltung noch einmal versuchen, auf quasi ein paar Maßnahmen festzunageln. Und zwar wird ja in den nächsten Tagen voraussichtlich die erneuerte KI-Strategie verabschiedet. Und da würde ich jetzt Sie um ein kurzes Statement jeweils bitten, was genau sollte dann in der erneuerten KI-Strategie enthalten sein? Herr Gümüşay. Ich werde es genau ungenau machen vielleicht. Ich würde sagen, dass diese Strategie sozusagen den digitalen Wandel aktiv als digitale Wende verstehen soll. Und das hat eben beinhaltet, dass man ganz klare Überlegungen halt trifft, was es braucht und entsprechend, das hat Frau Kolbe auch gesagt, nicht gießkannenartig sagt, wir brauchen alles, sondern sich entscheidet, was man fördert und es einfach auch mal austestet, Leuchtturmprojekte schafft und sich nicht zu schade ist, auch falsch, auch ja auch ab und zu in Sackgassen zu laufen. Ich glaube, wir dürfen auch in Sackgassen laufen. Mhm. Frau Kolbe. Also ich wünsche mir hohe Konkretheit von der neuen KI-Strategie. Das ist für mich eine Lehre aus der Enquete-Kommission, dass man eben das Thema nicht mit einer Keule erschlägt, sondern dass man sich spezifisch angucken muss, welche Unternehmen will man fördern, welche Zielgruppe möchte man sich anschauen. Ich wünsche mir große Würfe im Bereich der Forschung und durchaus in der Frage Transfer in Richtung Unternehmen.
Und ich wünsche mir einen starken auch sozialen Blick auf das ganze Thema. Also ich würde mir wünschen, dass, ich weiß nicht, ob das, ich kenne die KI-Strategie tatsächlich in der Tat nicht, aber was wirklich toll wäre, wären tatsächlich Dialoge mit der Bevölkerung, die klar machen, okay, hier ist ein Thema, das hat Risiken, darüber schweigen wir nicht. Es hat aber auch riesige Chancen, wenn wir sie nutzen. Mhm. Das würde ich mir wünschen. Herr Güngescheid hatte am Anfang gesagt, das hätte er sich von der Enquete gewünscht. Ich gebe zu, da hätten wir mehr machen können, aber tatsächlich haben wir es jetzt endlich erkämpft. Wir sind die erste Enquete-Kommission, die dann auch mal ein Öffentlichkeitsarbeitsbudget bekommen hat. Und das wird für zukünftige Enquete-Kommissionen auch der Fall sein, sodass wir überhaupt was machen konnten. Mehr wäre immer besser gewesen, aber sei es drum. Ich will zum Schluss noch eine Leseempfehlung geben. Ja, 800 Seiten kann man sich angucken auf der Website der Enquete. Es gibt auch eine Kurzfassung. Und tatsächlich ist unsere Übergabe mit Ja total ins Wasser gefallen, weil an dem Tag sich Frau Merkel mit den Ministerpräsidenten getroffen hat. Aber am Donnerstag um 9 Uhr in der Primetime im Bundestag werden wir nochmal über die Enquete-Kommission diskutieren. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Genau, da können Sie gerne einschalten. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie bei uns waren, auch wenn es nur digital war. Ja, Sie, liebes Publikum, haben gemerkt, dass wir einige Themen auch schon angeschnitten haben, nämlich Arbeit und Bildung. Das kommt da alles so zusammen und da können Sie sich die nächste Woche Donnerstag schon mal merken. Das ist der 12.11. und da diskutiere ich zumindest schon mal den Themenbereich Arbeit mit Julia Borggräfe und Bettina Volkens, zwei Expertinnen für den Wandel der Arbeitswelt. Danach kommt noch eine Veranstaltung zum Thema Bildung und zur Kunst. Ich freue mich, wenn Sie auch da wieder einschalten und ich würde Valentina gleich nochmal bitten, mir die Fragen auch zu schicken. Ich denke mal, in den kommenden Veranstaltungen kann ich die ein oder andere bestimmt unterbringen. Ja, Herr Gümüşay, Frau Kolbe, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ihnen, liebes Publikum, und Ihnen beiden auch oder Ihnen euch dreien einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.